Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Two Thrones mit mir, dem Shadox. Und wir sind hier stehen geblieben, wenn ich das nochmal wüsste. Das ist jetzt gerade ein kleines Problemchen. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Das liegt daran, dass ich immer noch, keine Ahnung, krank bin. Ja, krank bin, irgendwie schon seit irgendwie 3 Wochen oder so. Und ich habe mir gedacht so, dann spielst du das erstmal nicht weiter und wartest, bis du gesund bist, so völlig auskuriert. Aber irgendwie wird das nichts und deswegen habe ich mir gedacht so, egal, ich habe jetzt aber Lust drauf und deswegen machen wir einfach weiter. Problem ist nur, ich muss jetzt gerade ein bisschen mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Armer Prinz, eingesperrt in einem brennenden Gebäude ohne Ausgang. Wie traurig. Sieh da, eine Falle. Jetzt erkennst du, was rauskommt, wenn du anderen zu helfen versuchst. Du stirbst. Er hat uns hier eingesperrt. Wir werden ihn verbrennen. Hilfe, so helft uns doch. Hierher. Bitte, ihr müsst uns hier rausholen. Oh, Vater, weise mir den Weg und gib mir Stärke. Wo bist du nur geblieben? Vater, fort. Moment, das ist es. Wo ist das Räderwerk, das diese Bänder steuert? Sagt schon, es bleibt nicht viel Zeit. Über uns. Die Treppe ist jedoch verbrannt, unmöglich dorthin zu gelangen. Das ist nicht so das Problem, wenn denn wir können gut klettern. Das ist so die Sache, genau. Und gut, so, wir haben hier kein Zeitlimit, das kommt mir gerade sehr gelegen. Ich muss nämlich erstmal jetzt gucken, so, warte mal, wo fange ich jetzt an? Also, hier haben wir dieses schöne Türchen, hier haben wir eine Wand, so. Ich denke mal, hier Wandlauf lohnt sich nicht, ich komme hier sowieso nirgends dran. Ich muss jetzt also irgendwie kurz eine Fläche finden, wo ich schon mal hochkomme. Wo komme ich denn schon mal hoch hier? Ist das nicht... Ne? Oh, doch, das sieht so danach aus, dass ich... Nee, ich habe mir jetzt eigentlich vorgestellt, dass du dich da oben fest... dich da oben festhältst und dass ich dann da irgendwie drankomme. Aber sieht nicht so aus. Oh, warte, jetzt weiß ich aber, wo ich dran gehen könnte. Das hier. Das sieht gut aus. Damit können wir bestimmt was anfangen. So, nur ist die Frage, wo springen wir jetzt hoch? Da geht das bestimmt nicht, deswegen gehen wir einfach genau auf diese Seite. So, hier sind wir wenigstens hochgekommen. Können uns da dran drehen. So, und jetzt mal schauen. Ich denke, wir gehen hier auf die Fläche. Hä? Was willst du jetzt von mir, genau? Spiel? Komme ich nicht irgendwie einfacher da dran? Achso, okay. Ja, okay. Ich lasse mir aber fallen und dann komme ich hier so auf jeden Fall einfacher hoch. War jetzt gleich nicht irgendwie sowas hier wie Rätselstunde? Also musste man jetzt nicht gleich irgendwie so ein Rätselzeug machen? Und wenn ja, dann habe ich vielleicht ein kleines Problem, weil ich das überhaupt nicht mehr kenne. So, und dann dauert das Ganze wahrscheinlich vielleicht 100 Jahre sogar. So, schauen wir doch mal. Huch. Moment mal eben. Hat sich das jetzt irgendwie gelohnt, das so weit zu drehen? Ich habe das Gefühl, ich habe das einmal nur im Kreis gedreht. Ach so, ich kann das aber auch nicht abbrechen, die Aktion. Also, macht das scheinbar doch einen Unterschied. Okay, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Diesmal haben wir nur eine halbe Runde gedreht. So, was ist, wenn ich hier jetzt da dran packe? Was ist denn dann? So, die Statue dreht sich nach da hinten. So, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Komme ich dadurch jetzt irgendwie weiter? Ich weiß nicht. Oh oh. Das ist blöd gewesen. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich hier treiben muss. Aber wir finden es schon heraus. So, dann gehen wir hier runter. Oh Gott. Nee, nimm mal lieber hier die Leiter. Nimm die mal lieber, genau. So. Das Ding, das zeigt nach rechts. Okay, Moment. Drehen wir das Ding mal.
Mal schauen. Ich höre mal auf zu drehen. Das zeigt das nach links. So, muss das denn nach da vorne hin zeigen? Ich weiß ja nicht mal genau, was sich verändert hat dieses Mal. Dieses Mal hat sich... dieses Mal hat sich ja nichts wirklich... Ja, sagen wir mal, wirklich verändert. Oh Gott, Mann, du sollst doch einfach nur an dieses scheiß Brett da dran gehen. So. Was habe ich jetzt hier erreicht? Bis jetzt? Also guck mal, das zeigt hier auf das Tor. Guck mal, das Tor ist auch da oben abgebildet. Muss das zum Tor zeigen? Ach so, warte mal, das wäre schlau, wenn wir das mal benutzen würden. Ich glaube, da ist nicht allzu viel passiert jetzt gerade. Es soll wohl heißen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder vielleicht zumindest, dass es einfach nicht richtig ist. So, dann lassen wir es einfach mal so. Stopp, nicht nochmal drehen. Und versuchen es jetzt noch einmal. Also das ergibt ja mehr Sinn, wenn das jetzt... Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wofür das da ist. Und ich soll so... Ich soll das so machen, dass die Spitze gleich die Tür da kaputt rammt, ja? Ist das richtig? Ich verstehe es nicht. Moment. Wir können das Ding ja noch weiter schieben. Also so verändere ich auf jeden Fall die Position. Ah, okay, alles klar. Wir müssen das Ding also sowieso generell erstmal verändern, damit wir überhaupt da durchkommen. Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden. Gut. Düpp. Gehen wir mal hier runter. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das nochmal mache? Ach so, Moment, dann müsste ich jetzt eigentlich nochmal drehen, ne? Ja, so kommt das Ding aber auf jeden Fall da durch. Das funktioniert ja so. Das funktioniert ja so. Und wenn ich das in die andere Richtung drehen möchte, dann... Wobei, ist ja eigentlich unnötig, dieses Ding da zu drehen, oder? Also von der Richtung her ist es doch ja völlig egal, ob ich das nach links oder rechts drehe. Ich drehe es ja... kann das Ding ja sowieso im Kreis drehen. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So, vielleicht verchecke ich hier auch gerade alles, was geht. Einfach weitermachen, ne? Ich komme mal jetzt hier locker durch. So. Wenn ich Bock habe, komme ich jetzt einfach hier rüber gejumpt. Ich muss nur verstehen, was Sinn dieser Aufgabe ist. Also wenn ich jetzt versuche... Okay, nein, stopp. Also wenn ich jetzt nämlich versuchen würde... dieses Ding zu drehen, dann wäre das für mich ein bisschen problematisch. Also es würde ja nicht gehen. Soweit verstehe ich das jetzt gerade. So, genau, oder? Guck mal, versuchen wir das Ding mal zu drehen, während das in dieser Position hängt. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Oh, oh, nee. Das ist nicht möglich. Gut, aber wie genau mache ich das dann? So, hoffen wir mal, dass wir von... dass wir von hier drüber springen können, wollte ich sagen. Versuchen wir dann nochmal. Jump. Ja, gut, das hat funktioniert. Ich muss das Ding trotzdem gedreht kriegen, ne? Sonst komme ich nicht weiter gleich, wenn das am Ziel ist. Oh. Ich komme sogar gerade nicht weiter. Warum nicht? Was hat das für einen Grund? Hä? Moment. Wo ist es jetzt rangestoßen? Ich habe irgendwie was unten jetzt gerade gesehen. Verdammt. Verdammt? Was muss ich hier tun? Ich glaube, das ist nicht so ganz gut geworden. Ich glaube, ich muss es genau in der anderen Richtung drehen. Oh, das ergibt wenig Sinn, das jetzt zu machen.
komme da unten nämlich nicht weiter. Was ist das da eigentlich? Yo. Jump da einfach drauf. So, da muss ich das Ding wohl erstmal drehen. Moment. Drehen. Dann kommt das in die andere Richtung halt eben. So, dann wollen wir doch mal. Ich verstehe hier nämlich nur Bahnhof. Sehr gut. Moment. Nein. Jetzt kann ich das aber nicht nach rechts drehen, oder? Boah, scheißen Dreck, ey. Dieses Geklettere und dieses Gedingse hier, das wird, glaube ich, noch sehr anstrengend. Ja, das ist ein tolles Rätsel. In der Tat. So, ich habe gehofft, dass er jetzt nicht verrecken geht. Genau, jetzt kann er sich nämlich in die Richtung drehen, oder? Schafft er das, sich in die Richtung zu drehen? Versuchen wir es mal. Könnte sein, dass es nicht funktioniert, weil da was gegensteht. Und das... Das geht komischerweise sogar. Und was, wenn ich das nochmal mache? Das klappt doch wunderbar. Das Ding einmal drehen und jetzt gehe ich nochmal rüber und dann schiebe ich es die ganze Zeit nach vorne und dann ist es doch fertig. Also wenn das, wenn ich das Ding so als Rambock nutzen sollte oder nutzen muss, ich weiß es einfach absolut nicht mehr. Das ist mein Problem gerade. Oh, God damn. Oh, warte mal, wir müssen das Ding jetzt wieder ändern. So, bitte wieder in die andere Richtung. Richtung Tor nämlich. So. Hä? Hast du verpasst? Ach, das geht wegen dem Ding nicht weiter. Oh. Backe. Oh. Kacke. Okay. Mhm. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Gut, dass das funktioniert. Kriege ich das Ding wohl nochmal gedreht? Oh, das geht nicht. Das geht nicht. In die andere Richtung könnte ich es drehen. Oh Gott, Leute. Das ist ja echt eine Sache. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch gecheckt, so halbwegs zumindest. So, dass ich das Ding rückwärts da durchschleife, ist schon fast richtig gewesen. Ich hätte es nur nochmal richtig drehen müssen. So, theoretisch. Und praktisch. Ich krieg das Ding da nicht so durch. Nee. Ich werde das Ding garantiert nicht da so durchkriegen. Ich muss es genau andersrum wieder machen. Denn nochmal drehen kann ich sie, glaube ich, nicht, oder? Oh oh. Upsala. Toller Move, aber. Ich muss das nochmal anders drehen, genau. Ach ja, ich habe mir schon gedacht, dass das so seine Zeit in Anspruch nehmen wird. So. Jetzt ist die Frage, kann ich das einfach drehen jetzt oder nicht? Ich werde es jetzt einfach mal versuchen, mein Gott. Ich muss es jetzt nochmal drehen, weil sonst komme ich hier gleich auf der anderen Seite nicht durch. Weil dieses Mal geht es dann da nicht durch oder sowas. Irgendwas ist hier so. Irgendwas ist hier dran komisch. Geht das? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Aber die andere Seite wird auch wohl kaum gehen. Hä? Die andere Seite wird doch auch nicht gehen. Was ist denn da los jetzt? Nein, das geht nicht. Das geht einfach hinten und vorne nicht. Hä? Aber ich kann das... Da muss ich den noch eine Stufe weiterbringen, oder nicht?
Dann habe ich den ja an der Stelle, wo ich den schon ganz fast ganz am Anfang hatte. Das ist ja super toll. Upsala. Stopp, stopp. So, kann ich den jetzt zu irgendeiner Seite hinklatschen? Ne, ich glaube, hier geht gar keine Seite. Ich glaube, gar keine Seite geht hier. Egal, welche ich ausprobiere. Und dann bin ich am Arsch. Bäm. Düpidüp. Moment, ich kann ja nochmal gern hier umdrehen, das Ding. Aber das wird nichts nutzen. Und wie es was bringt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Hä? Warum funktioniert das? Ach so, warte mal, kann ich das Ding nochmal drehen? Dann kriege ich das bestimmt da durch. Dann kriege ich es bestimmt da durch. Oh, jetzt komm. Mhm. Schön machst du das, Prinz. Ah, okay, Moment. So weit geht's noch nicht. Hä, aber dann... Ich krieg das Ding aber so nicht weiter. Hä? Aber weiter kriege ich das Ding jetzt aber so auch nicht. Ah, aber ich glaube... Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Gucken wir, probieren wir das mal aus. Okay. Obvious, dass das nicht geht. So. Genau, du springst wieder auf dieses Feuerding drauf. Das ist gut. Dann nimm mal dieses Teil hier. Und schieb's nach vorne. So. Jetzt lassen wir das Ganze mal zurückfahren. Eine Stufe. Das müsste gehen. So, von hier aus sollte es möglich sein, das Ding wieder gerade zu biegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich mit meinen Dateien leider am Ende. Und wenn ich das Ding jetzt nicht einfach ganz gerade ausschieben kann, dann... Habe ich ein Problem? Okay, Moment, ich hätte jetzt eigentlich auch da drüber springen können, aber ich habe es jetzt mal nicht gemacht. So, jetzt ändern wir nochmal die Richtung. Und ich glaube, Leute, gleich haben wir das gelöst. Hat eine Zeit gedauert, bis ich es dann rausgefunden habe, aber ich will mich noch nicht selbst loben, dass ich jetzt hier irgendwie weiter bin oder so. Ah, ah. Ah, ah. Nochmal weiter wird nicht gehen. Nochmal weiter wird nicht gehen, wegen der Fackel, glaube ich. Gucken wir mal. Ich glaube, ich muss wieder rüber gehen. Ah! Richtig ätzend. Upsala. Ah, das hältst du aus. Runter mit dir. So, ist die Frage, muss ich eigentlich nicht die Richtung wechseln vom Drehen her? Nö, die ist so gut. Die ist gut so. So. Das hätten wir gelöst. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und sagen, hey du gehst weiter. Du bist weiter. Sie sind im Recall. Shit. So, weiter geht's bitte. So, und jetzt nur noch einmal gerade biegen. So. Aber das gerade biegen, das machen wir for sure nicht durch mehrere Runden, sondern wir drehen das Teil einfach mal um und sagen, du gehst gleich wieder in Ausgangsposition. So, babada. Jetzt hier hoch und... Jetzt nochmal voran und dann haben wir es geschafft, oder? Jesus.
Guck mal hier, und die Leute sind gar nicht am Schreien und am Meckern und mir am Tipps geben. Nee, das machen sie nicht. Nee. Sie sind wahrscheinlich schon verbrannt. Deswegen machen sie keine Geräusche mehr. Wie lange ich hier nämlich brauche. Es ist schön, euch gesund zu sehen. Oh Jesus, das wird wieder anstrengend, sowas. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Ja, bitte, ich bitte darum, speichern. Ich glaube, du treibst diesen Heldenquatsch ein bisschen zu weit. Du hast die Leute doch schon gerettet. Hey, hau ab, Mann. Ich habe keine Zeit für dich. Tschüssi, mein Freund. Ey, ich will bloß nirgendwo rein crashen. Das fände ich nämlich nicht so geil. Whee! Whee! Ich sehe gar nichts. Hallo. Okay. Jetzt sehe ich wieder was. Whee! Komm hier, den haben wir einfach ganz nett hier irgendwo gegen. Oh oh. Okay, das wird reichen. Das wird reichen. Das war gut. Den haben wir gut zur Seite gedrängt. Ich weiß nicht, wo lang. So, hier ist gut. Hier sollten wir besser nicht runterfliegen. Oh Gott. Hilfe! Yeah, ja, Sprung! So, aber falls wir Scheiße bauen, wir haben noch die Rückspultaste. Die gefällt mir nämlich so sehr. Aber ich denke mal, oder bis jetzt sieht es so aus, ob wir die nicht gebrauchen. Fuck. Wow. Also, komisch, ne? Also, es hätte fast gut funktioniert, aber nein, hat es nicht. Hä? Was ist das denn? Ach so, ich dachte schon, ich klatsche jetzt gegen die Wand und bin direkt tot, aber nee. Das Spiel war gnädig und hat mal gesagt, nee, bleib die mal lieber am Leben. Links! Scharfe Kurve. Was willst du denn? Oh, okay, der wurde einfach mal direkt überfahren. Kannst ja gerne herkommen. So, ich mach dich direkt weg. Du kannst dich auch direkt wegmachen. Nee. Weg mit dir. Und auch weg mit dir. Wo mit mir leben? Ach da, hier vorne. Ah, ich gehe jemanden crashen. Das macht sonst kaboom und bam und platsch und tot und bläh. Nicht gut. Oh, das war eine harte Kurve. Harte Kurve. Eieiei. Ein bisschen weiter zurück, vielleicht ein bisschen weiter zurück. Okay. Macht euch weg, bitte. Gebt mir ein bisschen was von eurem Sand. Ich hab keinen Sand mehr. Scheiße? Nun ja, ich gestehe, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe diesen Bosskampf völlig vergessen. Scheißen Dreck. Wie mache ich nochmal Blockstance? Das ist Blockstance. Okay, Alter. Holy moly shit. Nein. Ich habe gar keinen Sand. Oh Gott. Und ihr seid hier total im, weiß ich nicht, ihr seid irgendwie total aktiv hier. Aua. Nett, danke, schön. Aua, Wie lösche ich die jetzt aus? Aua. Ey, ich habe keine Chance. Ich habe hier absolut keine Chance gegen die. Ich weiß nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Also ich werde jetzt einfach gleich ein bisschen schön hier burnen und sterben. Nee, egal was ich mache, die hauen mir die ganze Zeit permanent auf die Fresse. Da kann ich machen, was ich will. Ja, Pech, würde ich sagen, ne?